Ja, längere Zeit war es dann doch relativ ruhig rund um das Thema Griechenland. Das ist jetzt wieder etwas akuter geworden. Wir hatten gerade mal wieder einen Gipfel der Euro-Finanzminister, Frau Navidi. Griechenland hat ja nun schon wirklich einiges Geld bekommen. Warum kommt das Land nicht aus der Schuldenfalle heraus? Griechenland ist völlig überschuldet. Es hat die notwendigen Reformen verschleppt und es versäumt, in besseren Zeiten Investitionen zu tätigen. Das hat sich gerecht. In den letzten 5 Jahren ist das Bruttoinlandprodukt um 25% gesunken. Und wenn man so wenig Einkünfte hat, dann ist es natürlich umso schwerer, seine Schulden abzubezahlen. Einer der großen Streitpunkte, nicht zuletzt bei den Geberländern auch gerade, vor allem zwischen der Bundesregierung und dem Internationalen Währungsfonds, ist, ob man nicht einen Schuldenschnitt vornehmen sollte. Warum können sich da die Parteien gerade auf der Geberseite nicht auf eine Linie verständigen? Der EWF beharrt ja schon seit 2010 darauf, als Griechenland erstmals pleite war und wollte eigentlich gar nicht bei der Rettung mitmachen, ohne diese Voraussetzung des Schuldenschnitts, weil das nämlich so ist nach den internen Regelungen des EWF, die dürfen nur Kredite geben, wenn eine ausreichende Aussicht auf Zurückzahlung besteht und die Gleichung sozusagen mathematisch aufgeht. Man muss ja sehen, es sind ja fast alle Länder der Welt dort an einem Tisch vertreten, die werfen alle in den Topf, aus dem dann die Kredite vergeben werden, auch Länder, die noch ärmer sind als Griechenland. Also die können nicht so einfach mitmachen. Und die deutsche Bundesregierung hat offensichtlich, möchte nicht einen negativen Präzedenzfall setzen für die anderen Peripherieländer, die sich am Riemen gerissen haben, und muss das auch dem Steuerzahler gegenüber natürlich rechtfertigen. Sollte denn der IWF überhaupt so stark involviert sein? Ja, der EWF hat sehr lange Erfahrung damit, hat auch aus seinen Fehlern gelernt. Sie haben Experten, wie gesagt, aus allen Ländern. Und die Beiträge vom EWF, das muss man vielleicht noch dazu sagen, kommen ja aus Steuereinnahmen. Also auch deswegen muss man das gut rechtfertigen können. Aber ja, von daher ist der EWF auch eine relativ neutrale Instanz am Tisch. Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass Griechenland möglicherweise doch aus der Eurozone ausschert? Und wie bedrohlich wäre dieser Grexit heute überhaupt noch? Ich glaube, im Moment ist die Gefahr immer noch etwas geringer, aber es ist schon so, dass die Privatinvestoren wie Banken über die letzten Jahre ihre Griechenland-Investments abgestoßen haben, dass die Peripherieländer sich weitgehend erholt haben, soweit, dass man eine unmittelbare Ansteckung nicht mehr befürchten muss. Auch hat die EU noch andere Sicherheitsmechanismen eingebaut, die eine Beschleunigung einer Ansteckung verringern würden. Allerdings, jetzt kommt erschwerend hinzu der Brexit. Also wenn Griechenland rausfallen würde, könnte das ein schlechtes, negatives Präzedenzfall setzen. Und die Flüchtlingskrise auch, die Griechenland ja sehr gut gemeistert hat. Es gibt ihnen noch etwas einen Trumpf, deswegen möchte man dann natürlich auch an einem Tisch bleiben. Aber halten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Griechenland ausscheren könnte, für hoch oder eher gering? Also ich denke, entweder braucht es einen Schuldenschnitt oder sie müssten rausgehen. Frau Navidi, vielen Dank für das Gespräch.